Bei der DB Energie beschäftige ich mich ganz stark mit IT-Infrastrukturthemen und kein Tag sieht aus wie der andere. Mich bewegt es jeden Tag aufs Neue, wirklich einen Impact auf die Gesellschaft zu leisten und die Energiewende mitgestalten zu können, mit konzipieren zu können und ein Teil des ganzen Großen zu sein. Wenn ich an meinen Beruf oder meinen Job denke, kommen mir direkt drei Begriffe in den Kopf. Einmal die Innovation, getrieben durch Neuerungen. Zweitens dynamisch, weil wir uns in einer dynamischen Welt bewegen. Und drittens die Zielstrebigkeit, wirklich auch Themen durchzusetzen. Nur durch die bestehende und positive Unternehmenskultur können diese innovativen und zukunftsorientierten Themen überhaupt bestehen. Das im Zusammenspiel ist genau das, was die DB Energie ausmacht. Wir haben hier bei der DB Energie ganz viel Spannendes für neue DB Energielerinnen. Und zwar einmal haben wir ganz viele Benefits hier, was das Arbeiten natürlich nochmal viel entspannter macht, beziehungsweise auch nochmal viel angenehmer macht. Für Berufseinsteiger, aber auch alle Kollegen, die hier arbeiten, extra Urlaubstagen bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten, aber auch die Arbeit remote. Die DB Energie bietet einem ganz viele Chancen, angefangen von Weiterentwicklungen, Schulungen, aber auch Zukunftsperspektiven in Projekten oder auch jobspezifisch sich weiterzuentwickeln. Und wir haben auch ganz viele spannende Themen, auf die man sich freuen kann. Ich würde einer potenziellen Bewerberin immer den Rat geben, mach's einfach. Spring ins kalte Wasser und probiere es aus. Weil im schlimmsten Fall, was soll denn da passieren? Ich habe die Chance bekommen, wirklich mitzugestalten bzw. mitzuwirken. Und dieses Gefühl, was man dabei verspürt, das kriegt man nicht alltäglich mit. Hier hat sich eine neue Welt für mich eröffnet, dass wirklich der Umgang mit den Kollegen, aber auch das gemeinsame Ziel im Fokus steht. Direkt von Anfang an Vertrauen entgegengebracht zu bekommen und dadurch wirklich einen Impact zu leisten. Die DB Energie ist wie eine kleine Familie.